Willkommen zurück zu euer Kriegsgamer, genau, euer Lokführer in Time 7 World. Ich habe einen Wunsch zu erfüllen, dass ich wieder mit der Talent 2 S-Bahn fahren soll. Der Wunsch kommt von Pizzafresser. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut's mir leid. Das machen wir natürlich auch. Wir nehmen natürlich die neueste Mission. Starten das schon mal. Eine Frage an dich, wenn ich das fragen darf. Isst du gerne Pizza? Oder warum hast du dich so genannt? Gut, wie beispielsweise bei mir, Keksgamer. Und ich esse gerne Kekse. Deswegen habe ich ja auch, was ich ja nebenbei auch mache, diese Vernascht die Welt Boxen. Ich gerne, sehr gerne Kekse esse. Ja, sehr gerne. Ja, kann man so sagen. Okay. Ich weiß nicht. Ich habe das mal ausprobiert mit diesen 500 Meter Feuerbremsen. Das nicht so oft. Die liegt an der Geschwindigkeit. Hat man die 160 drauf, dann klappt das nicht. Dann muss man wirklich vorher bremsen. Okay. Willkommen in Delta Unterbahnhof. Sie werden am Bahnsteig 3 losfahren und alle den Stationen der Richtung Süden halten. Okay. Jo, das machen wir dann auch mal. Aber so eine Nachtfahrt würde ich auch mal gerne machen. Dann frage ich mich, ob diese Lampen hier auch leuchten. Das können wir auch mal machen. So. Es ist neblig heute. Aber wir sind natürlich ein guter Lokführer und das machen wir natürlich auch. So, machen wir mal die Tür auf. Setzen wir schon mal den Führer raus. Lassen die Fahrgäste einsteigen. Machen ein paar Sachen fertig. Ich würde hell fahren, weil es ist halt neblig. Die Schiefer an. Jupp, Schiefer ist an. Und gucken wir mal uns. Oder begrüßen die Fahrgäste. Guten Tag. Guten Tag. So. Wie man sieht, wir fahren etwas einen längeren Zug jetzt, einen doppelt. Ich finde das schon, sieht schon wirklich cool aus, echt aus. Was ich hoffe wirklich, dass auch wenn die nächste deutsche Strecke rauskommt, auch mal bekanntliche Bahnhöfe kommen, die ich jetzt hier beispielsweise bei mir in der Nähe kenne, weil ich war jetzt noch nie in Bielefeld, deswegen kenne ich auch den Bahnhof hier nicht und kann euch auch nicht sagen, ob der wirklich so aussieht. Da müsst ihr mir helfen und mir verraten, ob der wirklich so aussieht. Genau. Ah, jetzt sollen wir sogar noch ein bisschen warten. Wir sind viel zu früh hier im Bahnhof. Steigen aber schon mal ein, lassen die Türen zu. Eben ist geschlossen. Und let's go. Oh. Ja, man soll auch den Richtungswender vorwärts machen. Okay. Ich habe auch so einen Tipp, wenn der Zug mal nicht fahren will, einfach mal den Stromabnehmer, Trennschalter auf geschlossen machen und das hilft dann, dass der Zug auch fahren will. Glaube ich. Wir fahren zu schnell. Aber es ist halt nur so ein Tipp von mir, was ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt stimmt. Ja, es kann auch sein, dass ich gerade ein bisschen Quatsch rede. So, machen wir ein paar Sachen einstellen, so schon mal. Okay. Wir beschleunigen noch. Ja, wie gesagt, mit diesen 500
Meter Feuerbremse bei 160. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe es, wie gesagt, ausprobiert und irgendwie klappt das nicht. Da bremse ich lieber wirklich 1 Kilometer vorher, dann fahre ich lieber langsamer im Bahnhof rein als zu schnell. Und kriege den Zug noch nicht mal zu bremsen. Das wäre blöd. Ja. Wir haben auch gleich die 160 erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit. So, und ich würde jetzt schon bremsen. Weil, guck mal, der ist jetzt noch bei 100 km/h und wir sind schon gleich bei 500 angekommen. Also er braucht schon wirklich einen langen Bremsweg. Aber diese Warntafeln sind schon wieder aktiv. Warum? Ah, kommen wir pünktlich? So, jetzt können wir auf die Bremse. Turn off. Und jetzt mal kurz eine Einstellung betätigen. Weil ich weiß nicht, warum diese Warntafel wieder an sind. Hier, Warntafel. Aus. Aus damit. So. Und das andere darf anbleiben. Warum geht das eigentlich jedes Mal an? Weiß ich nicht. Komm schon mal die Bremse lösen. Die soweit auch. Dann warten wir ein paar Minuten. Liebe Fahrgäste, bitte steigen Sie ein. Wir fahren in Kürze wieder weiter. Gut, jetzt aber hier. Oh. Und ich. Ist das wirklich so tief, die Bahnsteige hier? So, verriegeln wir einmal die Tür. Warum würde der Zug wieder nicht fahren? Jetzt. Manchmal ist das wirklich ratlos. Oh. Signalhorn vergessen. Ich sag mal so, mit der S-Bahn ist es cool zu fahren, aber es ist auch alles schön ein Überblick. Man hat hier die ganzen Knöpfe und so. Aber ein Nachteil hat die S-Bahn einfach. Wenn der Zug mal nicht fahren will, dann sitzt man da und überlegt, was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Ja, was stimmt jetzt schon wieder nicht und woran liegt das? Ja, und das ist nervig. Kam schon unser Kollege. So. Es macht schon Spaß, mit dieser Schäfer zu fahren. Ich habe sie in den letzten Zug ja nicht gefunden, aber ich habe mich mal informiert und weiß, wo jetzt die Schäfer dort ist. Machen wir das nächste Mal. Ja.
Ah, kommen wir pünktlich an? Wir sind zurzeit irgendwie ein bisschen Zeitdruck, finde ich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Schon mal wieder auf die Bremse. Ja, der Zug hat eine wirklich extreme Bremsweg. Wir sind schon ein paar Sekunden zu spät. Aber solange wir nicht eine Minute zu spät sind, ist alles gut. Vorsicht an den Bahnsteig. Zug fährt ein. Hallo, Kollege. Es ist schon cool, wenn so ein Zug auch mal entgegenkommt. Richtig cool. Ja, das ist cool. Ja, der hat aber auch einen extrem Bremsweg. Und die Tür wieder schließen. Vorwärts. Und let's go. Nein, das will er wieder nicht. Nein, will er immer noch nicht. Jetzt will er. Ja, es ist komisch. Mal liegt es am Richtungswender, mal liegt es an den Stromabnehmer und mal liegt es an den Parkbremslösung und mal liegt es an dieses PZB-Warnung. Die SIFA-Warnung. Das ist komisch. Ich verstehe es nicht. Aber deswegen ist es schon wirklich immer was anderes, wenn man mal mit dem Güterverkehr fährt, wo man halt schön durchfahren kann, ohne groß immer anzuhalten, oder hier in der S-Bahn, wo man jedes Mal anhalten muss. Oh, guck mal. Es sieht schon cool aus, so dass auch in der Ferne man sieht Gebäude. Das war knapp. Nein. Sag nicht, der Zug ist jetzt in Bremslage gegangen. Ich bin doch wach. Okay, jetzt können wir wieder beschleunigen. Entschuldigung, liebe Fahrgäste, ich habe vergessen, auf den Knopf zu drücken. Kommen wir pünktlich? Gut, wir haben noch eine Minute Zeit. Aber kommen wir so vor, sind jetzt öfter Züge uns entgegengekommen. Als letzte Male.
sind öfters gekommen. Wir fahren zu schnell. Und ich habe schon wieder die Notbremse betätigt. Nein! Ja, heute ist nicht mein Tag. Dem Zug muss man wirklich vorsichtig mit dieser Bremse sein. Drückt man einfach einmal so weit, ist die Notbremse drin. Und der Zug hält. Oh, jetzt haben wir es aber knapp. Vorsicht am Bahnsteig. Tut mir leid, dass die Verspätung, das war mit keiner Absicht. Okay, jetzt müssen wir zum Halten kommen. Ich glaube, eine Sekunde hätte es noch gereicht. Aber wir sind angekommen. Ja, schnell einsteigen, bitte. Wir müssen schnell weiterfahren. Sie werden mit mir sicher ankommen und das verspreche ich. Hoffe ich. So, dann fahren wir jetzt direkt auch weiter. Man kann hier echt schöne Fotos machen. Deswegen finde ich immer noch, es fehlt so ein Fotomodus. Wir dürfen gleich nur 120 fahren, das werden wir natürlich auch machen. Es ist schon einfacher, wenn das oben noch angezeigt wird, weil wenn man jetzt auf die Strecke ganz achtet, wie schnell man wirklich fahren darf, ja, natürlich, Hardcore-Modus kann man es auch haben. Aber das ist wirklich Hardcore-Modus dann. Wir werden nicht pünktlich ankommen. Liebe Fahrgäste, wir werden etwas Verspätung haben. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber heute ist nicht so mein Tag. Ich hoffe, Sie können mich entschuldigen. Bitte geben Sie uns gute Bewertung für die Fahrt mit der S-Bahn. Uff, wir fahren ab. Ob wir diese eine Minute wieder rauskriegen? Gute Frage. Okay, jetzt müssen wir auf die Bremse. Oh, wir sind zu weit gekommen.
Es gilt noch, würde ich jetzt sagen. Ja, wir haben ein kleines Problem schon. Wir sind wirklich zu weit gefahren. Gut. Nächstes Mal ein bisschen eher bremsen. Okay, weiter geht's. In 2 Minuten da sein. In 2,5 Kilometer. Das wird schwierig. Allein, dass wir gleich nur 80 fahren dürfen. So. Bleiben wir mal auf die 80. Ja, mein Vogel, Paul, macht wieder ein bisschen seine Späße. Jetzt muss er noch bremsen. Wir fahren in einen etwas größeren Bahnhof, in Leipzig Hauptbahnhof rein. Wir können die Zeit noch rausholen. Wir können pünktlich werden. Die 1 Minute Verspätung kriegen wir noch wieder rein, glaube ich. Fangen schon mal an zu bremsen. Nicht, dass wir gleich wieder durch den Bahnhof rasen. Ja, wir würden vielleicht es noch schaffen. Vorsicht am Bahnsteig. Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Bitte vergessen Sie nicht, Ihr Gepäck mitzunehmen. Alles weitere, was hier liegen bleibt, gehört ausschließlich mir. Damit müssen Sie jetzt leben. Ausstieg, Fahrtrichtung rechts. Links. Tut mir leid, links. Links meinte ich. Okay.